Da hat sich jemand richtig ausgetobt. Leck mich. Keine Spielchen mehr. Ich will, was mir gehört. Ja, natürlich. Der CFR. Wenn du nur verstehen würdest, wie viel von ihm abhängt, würdest du ihn hier lassen. Aber ich weiß, es ist dir egal. Das stimmt. So ist es. Und du kannst mich nicht aufhalten. Ja. Ja, alles wird so kommen, wie es kommen muss. Wir sehen uns bald wieder, Jack. Ich tanze nicht mehr nach deiner Pfeife, du verrückter Bastard. Ich sage mal, gut, dass das Handynetz noch funktioniert. Zwischen den Anomalien lagen nur einige Minuten. Die Gegenmaßnahme war Pauls Preis. Alles, was er erschaffen hatte, basierte auf Wills Erfindung. Sein Plan beruhte auf ihr. Klar habe ich mich darauf gefreut, sie ihm wegzunehmen. Na Mensch, eine ganz leichte Ansammlung von Daten. 17 Jahre, die er zweimal durchlebt hat. Alles aus dem Gedächtnis aufgezeichnet. Er wusste, zu welchen Markttrends es kommen würde. Er verfügte über das Wissen, ein Vermögen zu machen. Und das tat er dann auch. Macht Sinn. Hätte ich auch gemacht. Krasser Dude. Paul sagte mir, dass er versucht hatte, alles zu ändern. Aber er hatte versagt. Was er gesehen hatte, ließ ihn zerbrechen. Ich hatte gesehen, wie Beth dasselbe Schicksal ereilte, aber Paul, es verzehrte ihn. Wieder eine E-Mail, unendlich lang. Niemand schreibt solche langen E-Mails, ohne Scheiß. Niemand. Kein Mensch macht das. Kronenquelle bestimmt da oben, oder? Da, wo man nicht hinguckt. Warum ist hier eigentlich im Bett? Paul hat Monarch lange Zeit im Geheimen geleitet. Das hat wahrscheinlich bei dieser ganzen Realitätsverlustsache nicht geholfen. Komm, gib mir das. Kronon. Ich weiß sogar nicht mal, ob ich überhaupt noch irgendwas investieren kann. Hier beim Puls. Die meisten Sachen benutze ich ja gar nicht. Ich habe eh nur 4 Punkte. Und das könnte für einen maximalen Fokus reichen. Naja. Muss ja auch nicht sinnlos rausschmeißen. Paul war ein sehr mächtiger Mann, der Kopf eines Imperiums. Aber hinter dem Schleier war er ein sterbender Mann. Es gab deutliche Anzeichen dafür. Dr. Emeril war der einzige Grund, warum Paul noch am Leben war. Aber ihren Unterhaltungen zufolge war ihre Beziehung nicht nur beruflicher Natur. Es ist nicht an mir, das zu kommentieren. Es ist doch wohl klar, dass du mich nicht vom CFR fernhältst.
Du siehst echt nicht stark genug dafür aus. Emily. Alles klar, man könnte doch auch miteinander reden. Das ist aber scheinbar zu viel verlangt. Ich muss also... Achso, ich kann natürlich hier wegen dem CFR keine... Komm. Söldergeld, wollte ich gerade sagen, nehmen wir das dicke MG. Übrigens keine Ahnung, warum der Ton so ist, aber ich denke mal, es soll so sein. Immerhin haben wir ihn nicht umgebracht, weil wir können immer die Waffe wegnehmen. Als ich ihn sah, relativierte sich alles. Sie wurden alle in die Irre geführt und so manipuliert, dass sie glaubten, sie würden tun, was richtig war, was notwendig war. Liam Burke hatte seine Wahl getroffen. Liam Burke war ein unnötiger Verlust, wie so viele, viele andere. In der Tat. Das Rettungsboot drehte sich um die Gegenmaßnahme. Er wusste, dass Will versuchen würde, sie wieder in seinen Besitz zu bringen. Deshalb wurde er umgebracht. Und er wusste, dass ich es irgendwann auch versuchen würde. Er hatte offensichtlich recht. Sie hatten einen Kronon-Teilchen-Vorrat angelegt, um das Rettungsboot mit Energie zu versorgen. Hoffentlich groß genug, um so lange zu halten, bis es eine Lösung gab. Die kommentiert aber auch unnötigerweise irgendwelchen Bullshit, oder? Ich bin bei der CFR-Kammer. Die Tür ist verschlossen. Die übersteigt meine Zugriffsrechte bei weitem. Aber da mein Freund vorhin das Sicherheitssystem ausgeschaltet hat, sollte ich sie öffnen. Ich weiß zwar nicht genau, wie der Plan aussieht, aber jetzt liegt alles an dir. Viel Glück. Es war so, als würde man einen Schrein betreten. Dies war ihre heilige Reliquie. Es gab eine Art Kampf in der Kammer. Ich wusste keine Einzelheiten, aber jemand hatte danach aufgeräumt. Ein Mann namens Charlie Wincott. Ich glaube, er hatte sich entschieden, Widerstand zu leisten. Leider ist das nicht gut für ihn ausgegangen. Aha. Nun, es scheint, dass das diese Art von Arbeitsumgebung ist. Mir fällt gerade ein, ich glaube, Hedge war ja auch schon tot, oder? Oh Gott, das ist wieder so viel Kram. Text hier. Hatte Liam nicht Dingens umgelegt? Datensamurai. Passend. Das war er wirklich, wenn man das mal so sagen darf. Hä, aber Hedge war doch... Glaub, Will hatte 11 Jahre gebraucht, um die Gegenmaßnahme zu bauen. Beth starb für sie. Und ich wusste, sie könnte den Riss reparieren. Dieses verfluchte Ding. Das Problem war, ich hatte keine Ahnung, wie man sie benutzt. Und der Einzige, der das wusste... Ist tot. War tot. Ja. Aber Monarch nahm sich seiner an, bevor das geschehen konnte. Die Universitätszeitmaschine. Der Kern ist hier. Monarch hatte seine eigene Zeitmaschine gebaut über der CFR-Kammer. Sie war mein Ziel. Sie glaubten noch immer, dass Sie Ihren Bruder retten konnten? Ja. Einfach ein trockenes Ja. Geräusch. Ich kann es nicht nachmachen, aber es war cool. Stay clear. Paul hatte den Kern der Zeitmaschine aus der Universität in seine Maschine eingebaut. Das war Teil seines kranken Verlangens nach Kontrolle. Aber dadurch erhielt ich eine letzte Chance, alles in Ordnung zu bringen. Ich konnte in die Vergangenheit reisen, vielleicht Will finden, bevor Paul ihn tötete. Und wenn ich Will die Gegenmaßnahme geben könnte, könnte ich vielleicht das Ruder noch herumreißen.
Oh, ein taktisches Sturmgewehr, würde ich sagen. Bestimmt eine Falle. Der Kern war installiert, die Maschine bereit. Ich musste den Korridor in Position bringen. Okay, so sollte es funktionieren. Oh ja, ein Sniper natürlich. Ja, toll, natürlich. Komm wieder an den Scharfschützen ran. Die sind eingefriest. Sagen wir, man muss erstmal die umlegen, um die anderen töten zu können. Hauptsache keine Munition mehr haben für irgendeine Waffe. Außer die mistige Scheißpistole. Na. Noch vor mir, aber er hält unendlich aus. Komm schon. Ich habe Sichtkontakt. Boah, ey. Hab ich alle erwischt, ja. Endlich. Wer sollte hier noch aus rumrennen, außer ich? Ernst jetzt? Das ist alles bestens. Ach, der hat, ach, das ist auch wieder so ein Dicker. Wir müssen hinter ihm kommen. Techniker am Boden. Wir müssen. Du wärst, wenn du einfach tot umfällst. Danke. Das für Scheiben. Oh, ein leichtes Maschinengewehr. Ein leeres, leichtes Maschinengewehr. Das ist ein Traum. Noch mehr, ne? Diese Magazin aus. Hopp. Hab ich ihn erwischt? Ja, hab ich. Bam, bam, bam. Grüß dich, Jule. Oh, gern geschehen, du langsame Computerfrau. Die Maschine war bereit. Ich musste nur das Datum eingeben. Ist aber noch nett ausgedrückt, langsame Computerfrau. So, Maschine, Datum eingeben. Was ich jetzt hier machen? Na gut. Der früheste Zeitpunkt, zu dem ich zurückkehren konnte, war die erste Aktivierung des Kerns in der Universität. Wenig Zeit, um ihren Bruder zu retten. Ich hatte keine Wahl. Ich hoffe, du...
Ich hatte keine Wahl. Sorry. Ich dachte, es kommt nicht gleich eine Sequenz. Go on, go on. Jeff, hier rein! Schnell! Sie sind aus dem Labor entkommen! Was geht ab, Jungs? Oh, Scheiße! Oh, geht noch nicht weiter. Storyspiel eigentlich mehr oder weniger, Jule. Na los! Kein reines Ballerspiel. Ja, immer die Pistole nimmt. HQ, Eindringling im Labor! Tarnbergungsteam wurde ausgeschaltet! Das ganze Team? Wie? Joyce ist... Wir gehen rein! Feuer eröffnen, aber der Kern darf auf gar keinen Fall beschädigt werden. Feuer auf Ziel eröffnen! Ich kam dort an, als sich der Riss gebildet hatte. Zu spät, alles zu beenden, bevor es jemals begann. Aber nicht zu spät, um Will zu retten. Sie mussten ihn nur rechtzeitig finden. Ja, das war der Plan. HQ, Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie die Joyce-Brüder durch den Serverraum auf der unteren Ebene entkommen. Komm ich da jetzt hin? Raider Team 3, sofort abfangen. Stellt ein weiteres Team zusammen, das den Kern bergen soll. Ja, einmal rumlaufen. Klick. Bin so unfassbar kaputt und müde. Heute muss ich wirklich mal schlafen gehen. Mach die schweren Jungs in der Tiefgarage bereit. Ich erhalte keine Antwort von Raider Team 3. Wir könnten ein Problem haben. Und zur Hölle bleibt das Bergungsteam. Der Kerl hätte schon längst an Bord des Hubschraubers sein sollen. Hedge hatte recht. Sie hätten zuerst Liam Burke reinschicken sollen. Der hätte diese Joyce-Arschlöcher erlebt. Bumm. Gut, dass das auch gar nicht juckt und ich keine Deckung hier habe. Swipe doch an ihm vorbei, Junge. Oh, das ist noch einer. Geil. Überleben werde ich die Scheiße hier. Es ist vorbei. Ziel wurde, ich bringe ihn. Ziel wurde, ich bringe ihn. Es sind einfach mal drei Heavy-Typen. Also nicht heavy, aber heavy genug, um mir auf Pinsel zu gehen. Kann ich aber wieder zurückgehen? Sehr gut. Ich hätte gleich das MG nehmen sollen. Keine Ahnung, wie man das machen soll, wenn man keine... Als die Anomalie alles ins Chaos stürzte. In dem Moment musste ich ihn aufhalten. Keine Ahnung, wie man das machen soll, wenn man kein MG hat. Die waren einfach mal so dolle hier. Man kann die Leute wieder nicht abknallen, nur weil eine Anomalie ist.
Gibt's hier irgendwo noch einen Rucksack? Nö. Doch. In. Wie komme ich da hin? Ich kann die einfach aus der Hand nehmen, aber... Was zum Teufel ist denn... Okay.